Hey Freunde, Eddie hier von Filmbuzzer. Die ARD-Serie Kafka lädt uns ein, anlässlich des 100. Todestages eines der wirkungsmächtigsten Schriftsteller deutscher Sprache, Franz Kafka, in die Tiefen seiner komplexen Persönlichkeit und seines beeindruckenden Schaffens einzutauchen. Ab dem 26. März 2024 wird diese sechsteilige Serie im Ersten ausgestrahlt und steht bereits ab dem 20. März in der ARD-Mediathek zur Verfügung. Unter der Regie von David Schalko und basierend auf den Drehbüchern von Daniel Kehlmann gestaltet die Serie eine faszinierende Reise durch Kafkas Leben, eingebettet in eine innovative Bildsprache und erzählerische Vielschichtigkeit. Die narrative Struktur von Kafka ist bemerkenswert. Anstatt eine lineare Biografie zu verfolgen, taucht die Serie in sechs Episoden tief in die verschiedenen Aspekte von Kafkas Leben ein. Jede Episode beleuchtet einen anderen Teil seines Lebens und seiner Umgebung. Von seinen Beziehungen zu Freund Max Brod und Verlobter Felice Bauer bis hin zu seinem komplizierten Verhältnis mit seinem despotischen Vater Hermann Kafka. Diese Ansätze ermöglichen es dem Publikum, Kafka als einen vielschichtigen und widersprüchlichen Charakter zu verstehen, dessen Genie und Persönlichkeit aus verschiedenen Blickwinkeln betrachtet werden können. Das Leben Kafkas wird aus verschiedenen Perspektiven beleuchtet, wobei die Serie nicht nur seinen Werdegang nachzeichnet, sondern auch kühn in die Abgründe und Höhenflüge seiner Existenz eintaucht. Die Erzählung webt eine reiche Textur aus persönlichen Beziehungen, literarischen Schaffensprozessen und den gesellschaftlichen Rahmenbedingungen, die Kafkas Werk und Leben prägten. Jede Episode konzentriert sich auf einen spezifischen Aspekt oder eine Periode seines Lebens, von seiner Freundschaft mit Max Brod über die komplexen Beziehungen zu seinen Verlobten bis hin zu den Herausforderungen seines beruflichen Lebens. Der Einsatz eines außergewöhnlichen Casts, darunter Joel Bassmann in der Titelrolle, verleiht der Serie eine besondere Intensität und Tiefe. Besonders bemerkenswert ist die Leistung von Bassmann, der es schafft, die Brüchigkeit und gleichzeitig die Brillanz Kafkas greifbar zu machen. Die Darstellung von Kafkas Beziehungen, insbesondere die zu Felice Bauer, Milena Jesenska und Dora Diamant, zeichnet ein differenziertes Bild seiner komplexen Persönlichkeit und seiner oft konfliktbeladenen Beziehungen zu Frauen. Die Regiearbeit von David Schalko und das Drehbuch von Daniel Kehlmann verdichten Kafkas Leben zu einer narrativen Erfahrung, die den Zuschauer sowohl emotional als auch intellektuell fordert. Die Serie nimmt sich die Freiheit, Kafkas Leben nicht nur zu dokumentieren, sondern es auch als Inspiration für eine erzählerische Erkundung zu nutzen, die sich in der Grenzregion zwischen biografischer Faktizität und künstlerischer Interpretation bewegt. Die Kameraführung von Martin Schlacht und die Musik von Chöre Quam tragen wesentlich zur atmosphärischen Dichte der Serie bei. Durch ihre Arbeit wird eine Welt erschaffen, die sowohl historisch verankert ist, als auch zeitlose Themen wie Identität, Kreativität und die Konfrontation mit den unerbittlichen Anforderungen der Gesellschaft berührt. Kafka ist ein ambitioniertes Projekt, das nicht nur dem literarischen Erbe Franz Kafkas gerecht wird, sondern auch neue Wege beschreitet, um seine Bedeutung für die heutige Zeit zu erschließen. Die Serie ist eine Einladung, sich auf eine komplexe, oft verstörende, aber immer faszinierende Reise zu begeben, die sowohl den Geist als auch das Herz anspricht. Sie ist ein Must-See für alle, die sich für Literatur, Geschichte und die tiefgreifenden Fragen des menschlichen Daseins interessieren. Ab dem 20. März in der ARD-Mediathek. Schaut rein!